And that you see, what does the devotion and the compassion lead you to the view of the realization of nature, mind, the emptiness of Shunyata Bodhicitta. So that's why sometimes I think, as you see, also working with each other, compassion for each other, is really important for each other. It's very important. So that when you arouse bodhicitta and when you look at each other and just your feeling for each other, you can maybe, if it's transformed, then that makes you much more open afterwards in the communication. Do you understand? Eine 250.
Warum zeigt das denn jetzt eine 250stel an wegen der Iris, wa? John, ja? Wie ist das? Kommen Sie schon? Wenn sie kommen und dann schwenke ich, ja? Erstmal schwenke ich hier ganz langsam runter. Sie kommen. Ja, klar. Thank you.
Okay. I myself, I'm not so sure with the doctrine. I mean, I'm not a good doctrine. Not, I should not say I'm not good doctrine practitioner. Because if you are not good, not so good doctrine practitioner, that at least means that you are practicing doctrine, right? But I have not even actually practiced doctrine. So I cannot be even a bad doctrine practitioner. Doctrine is something that I wish for, not to practice. For me, doctrine is a wisdom. It is the result, you see. It is something that I'm trying to get. But for many, you know, teachers, and also for many students who has the superior faculties, it seems for them, Ati Yoga, or the doctrine, is the path, which is wonderful, which is, of course, very good. But anyway, I have heard about the doctrine quite a lot, you know. Not only from the teachers, mostly from the students. So to get to the doctrine easily, the most easiest way is, I think, to take things easily. You understand? You know, we have this saying, take it easy, take it easy. We don't actually practice that. We just say it. But if you manage to take things easily, then we are quite nearer to the doctrine. You understand? You know, a doctrine practitioner should be ready to deal with any circumstances. In the Samantabhadra's prayer, Sisum Jikchang Angta Me, it says, even the three realms destroyed by itself, a doctrine practitioner doesn't even have a little fear. So this means that a doctrine practitioner can't be bothered by any circumstances, whether it is a good circumstances or whether it is a bad circumstances, it doesn't matter. Doctrine practitioner should not move as a mountain, which is very difficult. Padmasambhava was a prince, but he was adopted. So actually, we don't know who is really his father or mother is. So man weiß nicht wer, man weiß nicht genau wer sein Vater oder seine Mutter war. Okay, the legend say that he was found in the middle of ocean. What's the difference between money and impact? What did you want to ask? Could you make it please move? But she says all his families, you know, to the father's side, they're all big. That's why he got any more. Money you can finish, but in that room you cannot finish. Thank you.
This is you said, you're not going to be nanobotist base, you're not going to samsara base, really protected is Lama. Dharma protecting means, Dharma humanity in the hands, this not lose protect. So some cookie eaters, dharma eaters, you like this person helps, you not like this people harms, this not Dharma, not Dharma protectors. This use, think this wrong, and use this wrong. Really, then, Lama's manifest, activities manifest, so Dharma protect Raj, shapes male, female, Mahakala, Mahakali, different sex. This steps you, why are, why did this, you wishing the Dharma protect means you not lose the compassion. You not lose the view, you not lose the meditation. Gone, Lord.
le gombab da de lo le ne be jango ne gonje da ba ni ne de da is perhaps qui est peut-être the greatest le master plus of Tibet. Grand maître du Tibet. The most learned. Le plus érudit. He's very much the master of the masters. Il est vraiment le maître des maîtres. And he had consented to come here. Et il a consenti à venir ici. To come here to teach. Pour enseigner. And then we were looking for a place. Et on cherchait un lieu. We couldn't find anywhere but on this. On n'a pas pu en trouver. Puputel. Mais Praputel. Praputel. Oui. On a trouvé Praputel. So that's how. Donc c'est ainsi we didn't some kind of a special divination says ah. On n'a pas fait une divination spéciale qui disait Praputel. It happened this way. Non, ça c'est cette occasion because est vraiment unique. Something that we've been dreaming for many many years. Parce que quelque chose dont nous avons rêvé depuis des années est arrivé. Come true. C'est produit. This great master. Ce grand maître. Who is actually a living Buddha. Qui est vraiment un Bouddha vivant. Really. Vraiment. Really. Vraiment. Really. Vraiment. Who's extraordinary. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Extraordinary. 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 I can quite safely say there's no other well, human being or being perhaps like him. Je crois pouvoir dire qu'il n'y a aucun être humain peut-être qui est comme lui. Definitely not anybody like him. Et il n'y a vraiment personne qui soit comme each lui. Time I see him, à chaque fois que je le vois, each time I receive teaching from à chaque him, fois que je reçois des enseignements de lui, he blows my mind, eh bien, il m'époustoufle. And opens my heart. Et il ouvre mon cœur. Et vraiment, il m'émeut. Il est extraordinaire. C'est vraiment un Bouddha vivant. Et il a tant de compassion. And so kind. Et il est si bon. Il est so si gentil. Kind. Really kind. With everyone. So il est vraiment bon avec and tout le monde. State in the state of equanimity. Et il demeure toujours dans l'état d'équanimité. Always, you see. Always toujours. Well. Il est toujours, toujours bien. Bien. Toujours bien, so c'est gentil. Kind, really kind, with everyone, so il est kind. Vraiment bon avec and tout all le monde. State in the state of equanimity. Et il demeure toujours dans l'état d'équanimité. Always, you see. Always toujours. Well. Il est toujours, toujours bien. Bien. Toujours bien. Like the sky. Comme le ciel. And this also. Really, he's a mountain of a man. Et il est vraiment l'homme montagne. Actually, I would say. If I was well, I am a Tibetan. Bon, je suis tibétain. But if suppose this was somewhere in the east. Bon, supposons qu'on soit ici en Orient. To have master like in this place. Avoir un maître comme lui en ce lieu. People would really say that the whole land will be blessed. It's happening, Ben. This is it. This is it. It's incredible, you see, he said that in Kensa Rinpoche's life, it doesn't matter wherever he is, just you can feel that, you know, we still have him kind of thing. We still feel, oh, you know, there is somebody somewhere there. Do you know what I'm saying? I mean, on a physical level. And this actually coming here in this tent is quite... I think the most important thing with the, you know, with Kensum Tse, when we're here, is for you to just see him and feel him. Just his presence. And just really unite your mind with his wisdom essence. Thank you.
I also
Happenings, or also removing all defilements on the interdependent factors. And this is a Therma, which was our spiritual treasure, which was rediscovered by Dedan Sogyal. And within this spiritual treasure are gathered the three roots: the Lama, Yidam, and Dakini. And if one considers the immense benefits of this practice, it is manifold. It will first dispel all the imperfections, zuerst wird er alle Unvollkommenheiten beseitigen. Auspicious links. Alles, was dem Glücksverhalten wieder im Wege steht. All the inner, outer, auch alle inner, acht and secret obstacles, äußeren, inneren und geheimen Hindernisse beseitigen. Ordinary people und zwar and Dharma practitioners. Sowohl von gewöhnlichen Menschen als auch Dharma Praktizierenden. Es wird genauso alle Hindernisse der im langen Leben der spirituellen Meister it will beseitigen. All the imperfection es of wird the alle Unvollkommenheiten connections der verheißungsvollen Beziehung mit famine, dwarf, wars, and other calamities. Die Hungersnöte, Kriege, andere Katastrophen verursachen, auf die werden beseitigt. On this es gibt sehr viele verschiedene Ebenen one der Ermächtigung mit Tendrin Yeswil. Es gibt da sehr ausführliche, and a short one. Es gibt eine mittlere und eine sehr today, kurze. Isolness will grant the empowerment on the most elaborate version of the Tendrin Yeswil. Heute wird seine Heiligkeit die Version, die ausführlichste Version der Ermächtigung von Tendel Nessel gewähren. Thank you.
So after the empowerment, His Holiness has given the teaching which follow in the same cycle of the Tendelnessel, the clearing all the imperfections and defilements on the auspicious connections. So the first sentence says that all defects, imperfections, the root of these is nothing alle else than ignorance. Alle Negativität, die Wurzel davon ist unsere eigene Unwissenheit. Like in the true nature of sentient beings, in der wahren is the Tathagata Garbha, ist das, was man Tathagata Garbha nennt, by any defilement, ein Zustand, and in which unverschmutzt the ist von irgendwelchen Verblendungen. Qualities of the Dharmata, the absolute nature, are und complete. In ihm sind alle Qualitäten des Dharmata, unserer absoluten Natur, vollständig enthalten. And even the sentient beings which are fallen into delusion, und selbst die they are all Wesen, die in ihre permeated with this sind, Buddha nature, sind the Tathagata Garbha, von dieser Buddha Natur, vom Tathagata Garbha durchdrungen. And from the point of view of und this very nature, vom, the Tathagata Garbha, the Buddha nature, has not become worse genannt, in sentient beings. It has not been defiled. Es ist in it den is not better in the Buddhas. Verblendeten, fühlenden Wesen niemals schlechter geworden. Sie konnten es nicht verderben. Und auch in den Buddhas ist es niemals verbessert. Konnte es niemals verbessern. Yet, the Buddhas do recognize dennoch every Buddha nature, ist der Unterschied der, dass die Buddhas ihre Buddha-Natur erkennen und daher in der Weisheit weilen. Also die Buddhas erkennen ihre Buddha-Natur und verweilen deswegen in Weisheit. And now, in order to actualize this Buddha nature, um diese Buddha-Natur verwirklichen zu können, dafür gibt es zwei Wege. One will consider the Buddha nature einmal gemäß des Sutra-Pfades würde man diese Buddha-Natur als eine Ursache oder als einen Samen ansehen, wohingegen im Vajrayana-Fahrzeug
man diese Buddha-Natur selbst als Pfad benutzen würde. Also im Sutra-Jnana-Pfad wird die Buddha-Natur als Ursache oder als Wurzel genommen. Because the Buddha-Nature is always present as the Lord of the three Kayas and the five wisdom. Die Buddha-Natur ist immer präsent als der Herr der drei Kayas und der fünf Weisheiten in immer unveränderter Art, andauernd vollkommen. But sentient beings, although they do have this Buddha nature, they do not recognize it. They are like a very poor person who has gold buried under his house, yet he remains very poor because he doesn't know that there is trotzdem aber sehr arm bleibt, weil er einfach nicht weiß, dass unter seinem Haus Gold vergraben ist, ein Goldschatz steckt. Give some idea, according to my version. Kann ich sozusagen aus meiner Version dessen, was ich verstehe, einige Vorstellungen euch vermitteln. How I heard. So was ich also gehört habe. Was ich gestern verstanden habe. So he about Tathagatagarbha. Er hat also über Tathagatagarbha gesprochen gestern, seine Heiligkeit. As the basic quality of als die every sentient beings, grundlegende Qualität aller fühlenden Wesen. Ground, also das ist die, or the base of all the die Basis, die Grundlage sentient beings. Aller fühlenden Wesen. I thought it is quite important that ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ganz wesentlich, dass wir noch einmal über Tathagatagarbha reden, bevor wir irgendetwas, bevor wir irgendwo anders weiterhin gehen. It is very important to know that our nature is the Buddha. Es ist sehr wichtig zu wissen, dass unsere Natur Buddha ist. Wenn wir das nicht wissen, dass wir Buddha-Natur haben, dann gibt es keinen Punkt in unserer Praxis. Wie wir gestern gesagt haben, es ist sehr wichtig zu wissen, dass das Gewebe, das Tuch, immer jenseits von Schmutz und Sauberkeit ist. Das haben wir gestern gesagt. Wenn wir das verstehen, dann gibt es ein Ergebnis des Waschens. Result of not washing. Oder ein Ergebnis des Nichtwaschens. If you don't know, wenn man nicht weiß, the cloth itself, dass the ground itself is beyond the das dirt Tuch, and oder in diesem Falle hier die Grundlage, clean, Grundlage der Buddha-Natur, wenn man nicht weiß, dass das jenseits von schmutzig und sauber ist, we will always stuck with one particular idea, dann werden wir immer in Konzepten as stecken bleiben. Or as clean, wir werden immer and we will have all this delusion darüber als sauber oder als schmutzig denken und wir werden all diese Verblendungen nicht beseitigen können. Many of us, we talk about Buddha nature. Wir reden häufig über Buddha-Natur. Wir haben Buddha-Natur, sagen wir. Dass wir sagen immer, wir haben Buddha-Natur in uns. Like Buddha-Natur hat aber viele andere Namen. Like this, zum Beispiel nennt man es wie dieses Tathagatagarbha. Seems that many people sort of take for granted, es scheint so, dass viele Menschen das für selbstverständlich nehmen, dass sie das als gegeben nehmen. Any, specific logic aber meistens haben diese Leute keine Logik, keine Begründung, nichts, was beweisen würde, dass sie Buddha-Natur besitzen. We have, kind of bad nature in ourselves. Wir können eigentlich nur beweisen, sozusagen, dass wir eine negative Natur haben. Das können wir sehr viel leichter beweisen. Dass wir negative Dinge haben, just können wir leichter beweisen, dass wir Buddha-Natur haben. Wir brauchen nur uns beobachten. So, many emotion that is coming so viele Emotionen, die andauernd in uns aufsteigen. Just to make it very short, briefly. Um es ganz kurz zu machen. Buddha-Nature is Buddha-Natur not ist, hat nichts, a kind of a state, ist nicht, kind of a beautiful nicht, state nicht or ein, anything like that. Ein Zustand, ein schöner Zustand oder so etwas. Das ist nicht my version of Buddha nature is meine Version von Buddha Natur ist all the defilement. Die Abwesenheit aller Verblendungen. The absence of the defilement is the Buddha nature. Die Abwesenheit der Verblendung ist Buddha Natur. Therefore we can prove that darum Buddha nature. Können wir beweisen, oder damit können wir beweisen, dass es Buddha Natur example, gibt. Like anger.
wie zum Beispiel so etwas wie Zorn. We cannot say that I have a Buddha nature. Wir können nicht sagen, ich habe Buddha Natur. When we have all this anger, jealousy and pride. Wir können doch nicht sagen, wir haben Buddha Natur, wenn all dieser Ärger, Eifersucht, Stolz in uns ist. For instance, like anger. Aber wir können sagen, dass zum Beispiel anger so etwas wie Zorn automatically or without any cause and condition. Dass das nicht etwas ist, was ganz automatisch kommt, ohne Ursachen und Bedingungen, sondern es muss mit von Ursachen und Bedingungen entstehen. Es hängt ab von Ursachen und Bedingungen. We also know that because it comes from the cause and condition. Wir wissen auch, dass weil es aus Ursachen und Bedingungen kommt, we can bring the antidote of the anger. Können wir das Gegenmittel des Zorns and discourage this anger or, herbeiführen und destroy sozusagen this anger diesen Ärger zerstören, indem wir we know that it is possible, die Ursachen und Bedingungen verändern. Wir wissen, dass das möglich ist. The cause and condition of the anger. Wir kennen Ursachen und Bedingungen des Ärgers. Zumindest kann man sie herausfinden. Cause and condition of the enemy of the anger, which is love and compassion. Können wir zum Beispiel die Ursachen so des Gegenmittels für Zorn stärken, also Liebe und Mitgefühl entwickeln? To destroy completely. Wir wissen also, dass es möglich ist, at this moment, Zorn und Hass vollständig anger zu beseitigen. Arise. Sometimes anger seems to sort of fade because of the different circumstances and situation. This moment we are not angry. So but next moment we may get angry due to some. Das geht sehr schnell. Wir sind in diesem Moment nicht zornig, aber im nächsten Moment so sind wir durch Ursachen und Bedingungen, wenn sie sich ergeben, ganz plötzlich zornig, weil wir diese Dinge nicht behind, die Ursachen nicht vollständig zerstört haben. Nothing, so, wenn alle diese Ursachen und Bedingungen beseitigt sind, was ist dann all zurück, was bleibt zurück, gone. Was bleibt übrig? And nichts, gar nichts. Alle Negativitäten sind beseitigt. Dieser Aspekt der Nichtzeit, des Nichts, dieser Aspekt der Abwesenheit aller negativen Emotionen, das ist Buddha Natur, das ist meine Version von Buddha Natur. Dusum sanje da jinje ngowo redan jingge jamje chada kadin sunda manje ba ji zyon banga la ma dam ba zin ji bra ka wa dinje le de zin ne me na ju me din jo tin be jang zen pa zon bo jeb je be mo de tu ma me ba la ngo ra de 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 gozum go ba jin be ja za lo zin de zam de ma yin din ji ja je o Good afternoon, everybody. First of all, I would like to express my deepest, the most deepest gratitude to Sergey Rinpoche and students of Sergey Rinpoche who has provided us such an opportunity to be with Manjushri in a human form, His Holiness Kenshin Rinpoche. Sik chikinge pa ngoto rao chikina ta matuwa chunyi ki semdi ngoyo chosa rao de haja ngaranzo ku leada nyomongpa di tuk chaba yinzaan su da su yinay kalya kaku shivujire ta te yinzaan tata ngaranzo menga ki gyungi samtongtang te chaba yina pe na seko di chiki tene de debe jeso yang semdi mata maungpe ngoyo yang masu Tadar sego jebo di gyun di la sem di khanra jito di la jik sikta. And now, if you were to ask, how is the nature of our intrinsic nature of mind, which is not fallen by kind of or obscured by our delusions, or is the nature which is not influenced by our different actions, negative actions, and also the conflicting emotions. How is this a state of mind? Let's snap our finger. In during this instant, not following after the past thoughts, not engaging ourselves into the different thoughts that can come up in future, living as it is, if we just look at the face of the mind,
here and now. Most essential thing is to develop the potential of what we have, which we all have. I don't think none of us missing that potential. As we have heard so many times that from His Holiness Chinzen Rinpoche, that we all have this potential. Potential is sort of introduced with the different terminologies, that however, sometimes we would say, the Buddha nature, whatever, but the potential of what we have. I think we simply need a confidence in ourselves. That's all what we need, confidence in ourselves. Confidence, the potential of what we have within ourselves. Of course, we need our teachers to show us, to guide us, to tell us that we have this potential. And I think it's very precious for us not to ignore that, that we have the potential. I felt that was quite extraordinary that everybody was so spontaneous that they are not trying to contrive their nature. They're expressing their way just however they liked. And for instance, I went to near the ocean, and I've seen all these places where everybody goes naked. And first, I've also myself went there naked. First time I went without being naked, everybody's looking at me. And then when I took out all my clothes, then nobody anymore is looking at me. So, and I saw those people there, they're just picking up some kind of conch and oysters and just opening them and eating them on the spot. So it seems they were just so natural, they're probably all yogis of the great perfection. Indeed, and I ought to. Indeed, and
Thank you.
Es ist eine alte tibetische Tradition, im Sommer in großen Zeltlagern den Dharma zu hören. Auch hier im Westen ist es bei den Schülern des Vajrayana-Buddhismus Brauch, im Sommer zusammenzukommen, um Meditation und Belehrungen mit den Ferien zu verbinden. Shimi Rinpoche hat 1988 seine Schüler zum 5. Sommercamp zusammengerufen. Es fand diesmal im Bärental im französischen Elsass statt. Auf dem einsamen und idyllisch gelegenen Gelände einer Jugendfreizeitstätte kamen 400 Studenten und Freunde der Kamakaji-Schule zusammen. Hier begegneten Schüler ihren Lehrern alte Traditionen der modernen Welt. Als besonderen Gast hatte Shimi Rinpoche in diesem Jahr den ehrwürdigen Kenshin Trangu Rinpoche eingeladen. Weitere Lehrer waren Lama Kunga und Lama Tashi vom Kamala-Shila-Institut Deutschland, Lama Alistair aus London, langjährige Schüler Shimi Rinpoches. Außerdem wurden Workshops durchgeführt,
Wuchi mit Lama Lekshe. Kyudo, japanisches Bogenschießen mit Hans Zabojnik Ila. Bewusstes Atmen mit Thomas Luther Mosebach. Stimme, Körper und Bewegung mit Brigitte Fell. Jonglieren mit Gerhard Vlasic. Jimmy Rinpoche ist einer der vier Tunkus des Benjin-Klosters in Ost-Tibet. Dort erhielt er seine Ausbildung. Von Nyentro Rinpoche bekam er Unterweisungen über Mahamudra. Er studierte die tibetische Heilkunst und seine Heiligkeit Dilgo Khyentse Rinpoche gab ihm Belehrungen über Mahaati. Jimmy Rinpoche lebt seit über 20 Jahren in England. Dort ist er verheiratet und hat drei Kinder. Er gründete das Meditations- und Retreatzentrum Calm Tibetan House in Essex. Das Thema von Jimmy Rinpoches Belehrungen auf dem Sommercamp war das Nöndro, die speziellen vorbereitenden Übungen zum Mahamudra. So, sometimes if you look at this 360 days, how did you spend the time? Did you spend your time in the peace, happiness, love, joy, all sort of things, you know, 360 days. So what we try to do here, this summer camp, is just not ordinary camp, but it is ordinary camp, but it's very special, very special. You come out here, this place, to try to learn how to be happy, how to be happy. You know? And not only how to be happy, you try to share this happiness, huh? How to share this happiness. And also you try to be, how to be peace yourself, you know. There is no peace, it's 360 days. So maybe this is a time you have to try to really learn how to be. This is very important part of it. Rinpoche sagte, es ist sehr schön und er freut sich sehr, alle hier in der Nähe von Straßburg zu sehen. Und Rinpoche sagte dann, Jahr für Jahr verbringen wir 360 Tage damit, irgendetwas zu tun. Daraus besteht ein Jahr, aus diesen 360 Tagen. Und manchmal, wenn wir zurückblicken und uns fragen, wie wir denn diese vergangenen 360 Tage verbracht haben, wenn wir uns fragen, ob wir in dieser Zeit Frieden erlebt haben, Glück, Freude, und die und wir finden, dass die Antwort darauf Nein ist, dann ist das eine schwierige Situation. Und deshalb, sagte Rinpoche, ist das, was wir während dieses Sommercamps versuchen wollen, wobei es auf der einen Seite wohl ein ganz gewöhnliches Camp ist, aber es ist auf der anderen Seite auch etwas sehr Besonderes, in dem Sinne, dass wir hierher kommen, um zu lernen, wie wir glücklich sein können. Und nicht nur das allein, sondern auch, wie wir dieses Glück mit anderen teilen können. Und wir kommen auch hierher, um zu lernen, wie man Frieden empfinden kann. Und Rinpoche sagte oft, wenn wir unser Leben ansehen, dann haben wir Frieden während der 360 Tage des Jahres nicht gehabt. Und deshalb ist es sehr wichtig für uns, zu lernen, wie man friedlich wird, Frieden empfinden kann. Und Rinpoche sagte, so ist dieses Camp also auf der einen Seite sehr gewöhnlich, sehr normal. Man kann Tennis spielen, schwimmen, Fußball, alle möglichen Dinge. Aber zur gleichen Zeit ist es sehr wichtig,
dass wir etwas lernen, was wir dann auch in diesen gewöhnlichen 360 Tagen des Jahres, die wir verbringen, tun sollen. Und Rinpoche sagte, manchmal ist das, was wir während des gesamten Jahres tun, sehr fruchtlos. Wir gehen Tag für Tag zur Arbeit, wir werden dafür auch bezahlt, wir bekommen Geld. Von diesem Geld müssen wir dann die Stromrechnung bezahlen, viele andere Dinge. Wir kaufen uns unser Leben mit diesem Geld. So this is here, we have 10 days, say, we are not in that world. So we are trying to live in the world what really you are. You are. So you don't see what you are. Because most time you see it, you are very silly. You know, stupid sometimes. Why I said stupid? Because why I'm so unhappy? Stupid. Huh? Why I'm not joyful? Stupid, you know. Wuchi ist einer der innersten Schätze des Shaolin-Klosters, der ursprünglichen Heimat der Kampfkünste in China. Es geht zurück auf Bodhidharma, den ersten Patriarchen des Zen. Lekshe Gyatso.
hat 15 Jahre lang den tibetischen Buddhismus als früher westlicher Schüler des 16. Karmapa studiert und praktiziert und traf 1983 Master Che in Malaysia. Er ist der erste von Master Che autorisierte Wuchi-Lehrer im Westen. Sogenannte große Leere, aus der alle Phänomene aufsteigen und in die alle Phänomene wieder zurückkehren. Dieser Zustand vor der Unterscheidung ist das chinesische Wuqi. Das ganze System besteht aus 36 Charakteren oder Kata, die in Gruppen den fünf Elementen zugeordnet sind. Regelmäßige Praxis fördert Gleichgewicht, Gelassenheit und Gesundheit. Da Shimi besonderen Wert darauf legt, dass Familien gemeinsam mit ihren Kindern an dem Camp teilnehmen können, wurde ein dafür besonders geeigneter Ort gewählt. Das Hauptgewicht des Camps lag natürlich in den Belehrungen über Vajrayana-Buddhismus. Hauptthema war diesmal das Mahamudra. Das Hauptgewicht des Camps lag natürlich in den Belehrungen über Vajrayana-Buddhismus. Hauptthema war diesmal das Mahamudra. Mahamudra ist das Meditationssystem der Kagyu-Tradition, deren Repräsentanten Shimi Rinpoche und Trangu Rinpoche sind.
Diese Tradition geht zurück auf den Buddha Vajradhara, der sie an den Mahasiddha Tilopa weitergab. Diese Übertragungslinie geht bis heute zum 16. Karmapa und seine Linienhalter und ist vital und ungebrochen. Shimi gab einen speziellen Segen für Kinder. Kenshin Trangu Rinpoche wurde 1933 in Tibet geboren. Im Alter von 4 Jahren wurde er von seiner Heiligkeit, dem Gyalwa Karmapa, und von Palpung Sito Rinpoche als die 9. Inkarnation des Trangu Tulku erkannt. Er wurde gemäß der Tradition ausgebildet und zum Kempo von Rumtek und der ganzen Kaji-Linie ernannt und war von da an für 12 Jahre Abt des Klosters Rumtek in Sikkim. Er ist der persönliche Lehrer der 4 großen Karma-Kaji-Linienhalter: Chama Rinpoche, Taisito Rinpoche, Jamgon Kongtrul Rinpoche und Gyaltsab Rinpoche. Und Leiter des Nalanda-Instituts für höhere buddhistische Studien in Rumtek. Trangu Rinpoche, als besonderer Gast der Sommerschule, gab direkte Belehrungen über Mahamudra. Der Mahamudra-Weg ist zugleich Anfang und Ende. Jeder Aspekt der Wirklichkeit ist die Geste der absoluten Wahrheit. Jede relative Existenz trägt dieses Siegel. Jede Erscheinung ist ihr Symbol. Im Allgemeinen bezeichnet man Mahamudra als die Ursprünglichkeit, die alle relativen Probleme liebevoll umarmt und die Erscheinungen so sieht, wie sie sind. Wenn man mit dem Mahamudra arbeitet, praktiziert man als erstes die 4 besonderen vorbereitenden Übungen, die einen wesentlichen Teil der Belehrungen von Shimi Rinpoche ausmachten. Der Weg erstreckt sich über Shamatha-Meditation, der Einsgerichtetheit des Geistes, über Vipassana, der Einsicht in die Natur des Geistes, zu Mahaati, der Ursprünglichkeit des Geistes. Obwohl es im Mahamudra eine Basis, einen Weg und ein Ziel gibt, ist Mahamudra letztlich, wenn es wirklich verstanden wird, ohne Basis, Weg und Ziel. Im Tantra-System wird Mahamudra oft mit Hilfe einer buddhistischen Gottheit realisiert, wie zum Beispiel der grünen Tara. Trangu Rinpoche gab eine Initiation in den Buddha-Aspekt der grünen Tara. Dore soha, antare dore soha, antare dore soha, antare dore soha.
Wir sollten jetzt beten, dass aller Verdienst, alles Gute, was hieraus entstanden ist, dazu dienen möge, dass alle Wesen befreit werden von den Ursachen des Leids, aller Arten von Unglück, Furcht und so weiter.